Hallo, hier ist wieder Christine von Stampe Diving aus Norderstedt. Heute möchte ich euch wieder was zeigen, und zwar wieder, was ich mit meinem mittlerweile Lieblingsprodukt gemacht habe, und zwar dem Stamperatus. Und zwar ist das diese Karte. Und da geht es letztendlich eigentlich hauptsächlich hierbei rum, weil es mir nie in der Vergangenheit wirklich gelungen ist, dass das ganz exakt sozusagen drauf ist, dass es wirklich wie ein Kreis aussieht. Und das ist mit dem Stamperatus wirklich einfach und gut machbar, und das möchte ich heute einfach mal zeigen, wie man so einen Kreis sozusagen aus einem Stempelmotiv machen kann. Ich lege euch jetzt einfach mal die Karte so hin und dann zeige ich euch dann das mal. Und zwar haben wir hier einmal den Stamperatus. Ich glaube, ich wechsle einfach mal. Ich weiß gar nicht, könnt ihr jetzt die Karte noch sehen? So, ne? Ja. Also, hier ist der Stamperatus wieder. Wir haben diesmal nutze ich das Stempelset Teezeit. So seht ihr das richtig. Und dann geht es hauptsächlich um diese Blumen. Das sind komplette Klarsichtstempel. Und deshalb brauchen wir für den Stamperatus auch diese Inneneinlage, die letztendlich das Ganze auch etwas erhöht. So, nehmen wir einmal die Magnete kurz weg. Immer aufpassen, dass sie nicht zusammenliegt. Wie ihr seht, sie sind sehr fest. Also hier kommt die Folie rein. Dann nehme ich mein Zwischentapier, weil der Nachteil hier ist, du hast halt hier halt keine Zentimeterangaben. Und damit das Ganze halt sichtbar ist und man genau weiß, wie man das hinlegt, habe ich mir halt auch so ein Papier ausgeschnitten, ein Karierpapier. Dann lege ich das Ganze hier an, und zwar bei, für mich einfacher zu merken, 3 cm. Nehme meine Magnete und mache die einmal fest. Dann nehme ich den Stempel, lege den hier so an, so wie ich das gerne haben möchte. Dann drehe ich das einmal rauf und so habe ich das sozusagen jetzt hier drauf. Und jetzt positionieren wir das nochmal neu, ein bisschen verrutscht, das passiert. Ich hatte die Magnete jetzt auch nicht ganz so weit raufgeschoben. Je nach Größe deines Stempels kann man das ja ganz gut machen. Und jetzt lege ich mein Stempelset wieder hier unter, damit das Ganze ein bisschen besser ist mit dem Einfärben. Dann verwende ich jetzt einmal Gartengrün. Mal den Stempel sozusagen ein. Lege das hier rauf, drück etwas rauf, braucht man gar nicht ganz viel. Und schon sieht das so aus. Jetzt drehe ich das einfach. Dadurch, dass ich ja hier hinter meine Zentimeterangabe habe, ist das relativ einfach, auch wieder zu finden, wo das genau angelegt werden muss. Wie gesagt, drehe einmal um 90 Grad, färbe den Stempel wieder ein. Das hier rauf. Drück wieder leicht drauf. Mit hier haben wir schon einen Halbkreis. Jetzt drehen wir wieder unser, legen das bei 3 cm an, Magneten wieder fest, färben den Stempel wieder ein, drücken das hier wieder ganz leicht drauf, nehmen das wieder hoch. Und ein letztes Mal wieder drehen, wieder an die 3 cm heranlegen. Also ich empfehle euch wirklich, legt euch als Maßstab hier hinter, so, also legt euch da was hin, damit ihr wisst, wo ihr das einmal könnt. Ihr könnt natürlich auch ein einfaches Papier nehmen und dann jeweils hier die Ecken markieren. Müsst halt nur sehen, wenn ihr halt kein kariertes Papier nehmt, kann das halt sein, dass es ein bisschen schief wird. Das sieht man halt immer nicht so. Ein kariertes Papier hilft ja ganz gut. So, jetzt ein letztes Mal. Und wieder hoch und schon ist es fertig. Und wie ihr seht, haben wir hier einen ganz symmetrischen Kreis. Und das ist echt super mit dem Stamperatus zu machen. Jetzt brauchen wir noch einmal den Spruch. Ich hole mir den auch noch mal kurz raus. Wo haben wir ihn denn vorhin? Ja, da. Ihr könnt es jetzt auch nochmal mit dem Stempelblock machen, aber ich habe jetzt eh hier die zweite Hälfte gerade, deswegen mache ich das damit.
So, dann lege ich das hier einmal in die Mitte, wo ich das gerne haben will. Drehe das einmal rüber. Dann habe ich sozusagen jetzt das Ganze mal positioniert, kann das hier noch mal ein bisschen nacharbeiten. Dann brauche ich einmal, verwende ich jetzt Anthrazit für den Spruch. Nicht wieder, nicht vergessen, meine Stempelkiste hier unter. Färbe den Stempel mit Anthrazit ein. Ein bisschen drüber. Also nur ganz sachte, also nicht unbedingt nachdrücken. Ist auch ein bisschen zu viel. Und dann könnt ihr schon sehen, dass der läuft. So, und schon ist das Bestempelte fertig. Können wir das hier einmal rausnehmen und nachher mal sauber machen. Hier die Magnete bei Sanwa. Wir darauf achten, dass die weit voneinander entfernt sind. Ansonsten gehen sie leider kaputt. Packen wir auch nochmal beiseite, damit wir mal ein bisschen Platz haben. Ja, Ordnung am Arbeitsplatz. Dann haben wir hier auch noch die Stempelkissen. Oh, ihr seht mich ja gar nicht mehr. Also, so sieht das jetzt aus. Zwischendurch nochmal schnell Ordnung gemacht. So sieht das ursprünglich weg aus. Also, man sieht wirklich schön, dass dieser Kreis sehr symmetrisch ist. Und durch die Hilfe des karierten Papiers, wo man genau weiß, wo man anlegen muss, geht das super schnell und super einfach. Jetzt nehme ich mir nochmal mein Gartengrün, mein Farbkarton Gartengrün. In letztendlich 10x20, das ist 9x9. Nehme meinen Kleber. Und ich bin ja immer noch der Fan von dem Snail und nicht von dem Flüssigkleber. Klebe das hier auf. Einmal umknicken und schon ist sie fertig. Also wie ihr seht, super gut machbar mit dem Stamparatus. Man kommt nicht aus dem, aus dem Grat raus, beziehungsweise wie auch immer das heißt, aber man kriegt den Kreis wirklich sehr symmetrisch hin und kann das natürlich auch mit anderen Sachen machen. Aber so ist es echt simpel. Und ich weiß, in der Vergangenheit, ich habe mich immer geärgert, dann ist es nicht ganz so in der Linie und dann ist der Kreis nicht mehr wirklich ein Kreis. Und so dass ich das meistens eigentlich die Idee dann verworfen habe, weil es dann einfach nicht schick aussah. Und so finde ich das super, bin sehr damit zufrieden und hoffe, euch hat das Video kurz gefallen oder das kurze Video gefallen. Falls ihr Fragen habt, wie immer gerne schreiben, kommentieren und dann schauen wir einfach mal, was ich euch das nächste Mal zeigen kann. Bis dahin, tschüss!